Jetzt sind Sie natürlich aufgefallen, Sie sind ein junger Mann, Sie sind 34-jährig, also können wir noch 40 Jahre Bücher von Ihnen erwarten. Sie sind aufgefallen durch Ihre Thesen zu 9/11, die ungewöhnlich viel offener waren als das, was man sonst bei uns in Europa gelesen hat. Können Sie kurz noch sagen, was Ihre drei Hauptthesen sind oder Möglichkeiten? Nun, das sind nicht meine Thesen. Ich beobachte einfach die Geschichtsschreibung zum 11. September und jetzt haben wir ja 5 Jahre, die vergangen sind und so wie jedes Ereignis kommt es jetzt zu den Historikern. Am Schluss werden wir beurteilen. Nur es sind 3 verschiedene Geschichten, die geboten werden. Im Internet wird diskutiert, in Sachbüchern wird diskutiert, auch in den Zeitungen. Und was eigentlich diskutiert wird, sind 3 Geschichten. Die erste Geschichte ist, Osama bin Laden hat angegriffen, Bush und Cheney waren überrascht, es ist sozusagen wahr, was Bush und Cheney erzählt haben, das ist die sogenannte Surprise Theorie. Surprise ist Englisch und heißt Überraschung. Genau. Die zweite Theorie, die auf dem Internet und in Büchern diskutiert wird, ist, Osama bin Laden hat an diesem Dienstag, dem 11. September 2001, in der Tat angegriffen. Aber, und da kommt ein Element der strategischen Kriegsführung, Bush und Cheney oder andere Elemente innerhalb der amerikanischen Regierung haben gewusst, dass der Angriff kommt und haben sozusagen den Angriff absichtlich zugelassen, was natürlich kriminelles Verhalten ist. Aber nicht zum ersten Mal in der amerikanischen Geschichte. Ja, das ist natürlich eine andere Debatte. Da kommen wir zu Pearl Harbor, 7. Dezember 1941. Man kann auch Golf Havanna, Tonkan. 1898. Ja, ja, genau. The Maine. Es gibt natürlich eine lange Serie in der Geschichte von verdeckter Kriegsführung. Nicht nur bei den Amerikanern, muss ich darauf hinweisen. Es ist eine Technik, die immer wieder angewendet. Ein Handwerk. Was war die dritte? Die dritte Theorie ist MIHOP, Make It Happen on Purpose. In diesem Fall sind Teile der Amerikaner hinter dem Anschlag. Es ist ein selbstinszenierter Anschlag und Osama bin Laden hat gar nichts damit zu tun. Und diese 3 Theorien, und ich lege mich nicht fest, welche der 3 nun jetzt die richtige ist, diese stehen im Streit. Und gemäß der historischen Wahrheitsfindung muss es möglich sein, herauszufinden, welche der 3 denn nun stimmt, wenn wir das mit allen Fragen abklären. Gibt es Kollegen von Ihnen, die Ihnen bekannt sind, die daran arbeiten? In den USA gibt es 2, 3, 4 Professoren. In der Schweiz gibt es nicht Professoren, die in erster Linie daran arbeiten, sondern das ein bisschen beobachten. Es ist noch ein Feld, das wenig bearbeitet wird von den Historikern. Es lag jetzt lange bei den Politikern, eine gewisse Zeit lag es bei den Journalisten. Aber wie alles kommt es früher oder später zu den Historikern. Wenn Sie aber diesen Fall sehen, dann kann man doch sagen, dass die Völker des Westens, wie vielleicht der ganzen Welt, unter Umständen über Jahre und Jahrzehnte irregeführt wurden über diesen Auslöser 9/11, 9. September und über den folgenden Irakkrieg und was alles damit zusammenhängt. Es ist natürlich ein weiterer Gegenstand der Forschung, gerade der Friedensforschung, dass man Kriegspropaganda untersucht. Und Kriegspropaganda, das können wir jetzt genau belegen, das funktioniert ganz einfach. Man erzeugt zuerst Angst durch irgendeinen Vorfall und dann Hass durch einen zweiten Vorfall. Die Vorfälle sind eigentlich einfach zu inszenieren und die Angst und auch der Hass sind immer wieder zu erregen in uns Menschen. Also da sind wir uns sehr ähnlich, also es geht bei jedem Volk etwa ähnlich gut. Und das, was wir sehen, dass der Irakkrieg, der eben im März 2003 angefangen hat und gemäß neuesten Untersuchungen der britischen Zeitung The Lancet jetzt 600.000 Todesopfer. Und The Lancet ist eine sehr angesehene Zeitschrift, muss man hier sagen. Ja, das muss man sagen. 600.000 Tote. Als wir diese Zahlen bekamen in der Forschung, gab es natürlich eine riesen Debatte. Bush hat von 30.000 Toten gesprochen. Er hat gesagt, 600.000 sei weit übertrieben. Wenn man aber anschaut, was ist die Erhebung? Wie machen die das? Dann muss man sagen, The Lancet, die haben Ärzte in den Irak geschickt, die haben die Todesurkunden angeschaut, die haben mit den Leuten vor Ort gesprochen, unter Lebensgefahr. Also dieser Irakkrieg fordert, das ist jetzt klar, einen sehr großen Blutzoll. Also wenn wir das unter dem Aspekt jetzt vom Prozess gegen Saddam Hussein betrachten, der ja